Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben in der Netherfestung, hatten versucht, mit unserem Plünderungsschwert ein paar Witterskelette umzuklatschen, in der Hoffnung, dass wir Witterskelettköpfe dabei rauskriegen, denn die wollen wir ja haben, um den Wither eines schönen Tages zu beschwören. Allerdings ist unser Erfolg eher minder prächtig. Also wir haben eine Eisenschaufel und Steinschwert und Lohnruten, aber kein Wither-Skelettkopf. Na, vielleicht jetzt. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Bam. Bam. Ja, der droppt alles, was er droppen kann, bis auf das, was er droppen soll. Ja? Kohle und Glumpe, aber kein... Oh, jetzt haben wir noch so ein Steinschwert. Guck mal, den kann man zusammenpappen. Hui, das war lustig. Hat sich voll gelohnt. Ach Mann, komm schon. Wither-Skelette, droppt mir den guten Shit. What? Hat er nicht gesagt. Er hat gerade Scheiße gesagt. Das petze ich. Ja, okay. Verdient. Verdient habe ich es ja. Ich sehe es ein. Ganz ehrlich, wir bauten hier sowas, dass man hier raus kann. Das ist doch totaler Quark. Wenn ich... Ach so, der hat da so eine komische Mütze auf. Ich wollte gerade sagen, was hat denn der Schweinemensch da? Was geht denn mit dem ab? Sie über uns? Kann das sein? Da sind wir das Skelette. Ja, komm mal her hier. Wupp. Nope. Weg mit dir. So. Was willst du? Boah, bist du hässlich. So. Hilft nicht, die zu beschimpfen. Da werden die auch nicht, da droppen die auch nicht besser. Immer noch kein Schädel, das ist der Wahnsinn. Obwohl wir schon das Plünderung-2-Schwert haben. Hm. Wir gucken mal da hoch. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Wahrscheinlich treffen wir bloß einen Gast, der uns runterklatscht und wir sind tot. Das wird eher so der Sinn der Sache sein, aber hey. Versuchen wir es. Vielleicht haben wir Glück und treffen auf ein Wither-Skelett, was uns einen Schädel droppt. Droppt. Nein? Da hinten ist ein Magma-Cube. Den sieht man da rumhüpfen. Da oben ist ein Wither-Skelett. Ich versuch's einfach mal abzuschießen. Hey, nicht bewegen. So, nachher despawns und so liegt wenigstens der Loot dann da rum. Das ist schon mal was. So. Aha, guck mal, wer da unten sich tummelt. Tummelt. Nicht auf meine Füßchen hauen. Okay. Das ist doch nicht wahr. Wieso droppen die denn nix? Was soll denn das? Jetzt haben wir schon das, fangen wir schon das nächste Stück Kohle gerade an. Ja, wir versuchen jetzt mal dahinter zu kommen, da wo das Skelett da was gedroppt hat. Vielleicht haben wir ja beim Schießen Glück gehabt. Oder es ist hier ins Feuer gefallen und auf immer verloren. Das heißt, wir machen es jetzt hier mal einfach. So. Ist aber nichts gedroppt, ne? Ne. Jetzt haben wir hier die Festung zerkloppt. Für was? Für nichts und wieder nichts. Na gut, ist dann halt so. Damit muss man leben. Auch Lohnen spawnen ja eigentlich keine. Links und rechts von uns hier überall Lohnspawner. Aber die haben irgendwie gerade keine Lust. Ist vielleicht nicht Saison. Kann natürlich sein, ne? Will ich jetzt nicht ausschließen. Ah, du siehst ja stylisch aus. Sexy. Sexy Motherfucker. Was? Wie, du schubst mich jetzt runter. Lass das mal. Schön bleiben, hätte ich fast gesagt. Hallo, Wither-Skelett. Hey. Hey, habe ich jetzt deine geteilte Aufmerksamkeit? Ist ja wunderschön. Oh. Ah, oh, was? Der ist ja einfach gelandet. Der Frechdachs. Wer schießt da? Vor allem von wo?
Keine Ahnung, wer da schießt und von wo. Ist mir jetzt eigentlich auch ziemlich Wurst. Boah, was mache ich hier? Kann man da irgendwie wieder hoch dann, falls wir da runter gehen? Aua, was ist das? Ja doch, wir können da wieder raus. So, jetzt erstmal hier mal schön die Magma-Creme einsammeln. So. Wo ist hier Stress? Hallo? Leg nur ein bisschen Erfahrung rum. Und einen Lohnstab. Und ein Schwert und Kram. Aber nichts, was uns weiterbringt. Wir können die Schwerter hier nochmal zusammenpappen. Hey, wir haben ein Steinschwert, was ganz ist. Das hat sich mal gelohnt. Okay, aber. Diese blöden Gas, die hier rumspringen. Ah ja. Oh. Da habe ich mich verschluckt, das tut mir leid. Verzeiht mir. Hey, hör auf zu schielen. Das kann ich nicht. Oh, entschuldige, Timmy. hier geht's aber nirgendwo weiter, oder? Nee. Das führt alles bloß im Kreis. Und da ist der Gast. Der fliegt da rum. Können wir abschießen? Oder er schießt uns ab. Ich glaube, das ist eher wahrscheinlich. Okay. Attacke! Wo, was? Wer, wo, was? Wer schießt da? Wer schießt da? Wer macht solche frechen Sachen? Wir stehen ja hier gerade ein bisschen sicher. Ich esse erstmal was. Friss deinen eigenen blöden Ball. Komm her. Bam. Den haben wir erwischt. Sauber. Huch, wie viele Magma-Cubes hier rumfliegen. Und kleine Schweinemännchen. Ja. Geht's da noch weiter? Das ist auch noch Festung. Ja, ich weiß, ihr seid hier. Komm mal her, hier. Zack. Dir eine mit. Zack. Klatsch. Ja, hier kommt niemand zu kurz. Passt schon. Der hält aber ganz schön aus, der Junge, ne? Vor allem der ganz große hier, so bis der sich mal teilt. Meine Fresse. So, zack, 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 zack. Oh, Magma-Creme, leckere Creme, die können wir uns aufs Brot schmieren. Magma-Teller. Keine Ahnung. Irgendwie sowas wird es da sein. Zack, 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 zack. Weil wir das so gerne essen und Erfahrung gibt es hier ordentlich raus. Was die kleinen Blobs an Erfahrung droppen, das ist schon ein bisschen schon wild. Hui. Zack, 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 zack. Alles eingesammelt. Ja, das ist jetzt natürlich interessant, dass da hinten auch noch Netherfestung ist, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht von der Orientierung her uns ranwagen können. Zack und zack. Nein. Zack, den auch noch umgeklatscht. Alles Paletti. Da duckt er sich einfach. Na. Geht doch. Meine Güte. What? Wer schießt? Ich will erstmal meine Pfeile hier wieder einsammeln, bevor ich hier auf irgendwas reagieren kann, was. Oder schießen die sich gerade gegenseitig tot? Will ich jetzt nicht ausschließen, ne? So, wir versuchen mal, ob wir hier rein. Ach, nee, so nicht. So. Jetzt hier reinkommen. Ich glaube, die schießen sich gerade gegenseitig über den Haufen. Ja, mir soll jetzt recht sein. So, wir suchen uns jetzt mal hier einen Weg hoch. Nehmen wir einfach hier. Ne? So.
einfach schnurstracks nach oben gebastelt. Weil wir hatten ja wieder Skelette umgeschossen, aber die haben anscheinend nichts gedroppt. Oder es ist schon despawned. Das wäre jetzt natürlich ziemlich schade. Na gut. Nehmen wir Stückchen für Stückchen auch immer mehr die Festung auseinander. Oh, fuck. Können froh sein, dass die nicht losgeballert haben, wie die bekloppt. Wow. Ah, die machen das schon, ne? Apropos losbauen, wir. Oh Gott, jetzt hätte ich dir fast eine mitgegeben. Da wären die ganzen Schweinemännchen sauer auf uns gewesen. Oh nö. Lieber nicht. Lieber nicht. Das muss nicht sein. Voll verwirrend hier in den ganzen Gängen. Ja. Hihi, ich habe auch Feuerpfeile. Nein. Ha, doch erwischt. What? Wer, wo, was? Achso. Okay. Ja, auf dem Seelensand läuft sich ja so gut, habe ich so mir mal sagen lassen. Na. Oh, hallo. Ach da. Wieder nicht gedroppt. Das ist ja Wahnsinn. Aha. Hallo. Fall doch nicht runter. Vor Schreck erstmal hier runtergejumpt, oder was? Voll der Dropkick. Was habe ich mir dabei bitte gedacht? Ich habe keine Ahnung. Einfach runterspringen und das hätte auch richtig übel enden können für uns. Ja, aber es ist alles glatt gegangen. Also daher. Ich sehe euch doch da oben, ihr blöden Ghasts. Ich treffe die aber nicht, die sind viel zu weit weg. Doch. Wow. One shot. Boah. Nice. Voll erwischt. Kommt auch was runter? Ah, drauf geschissen. Das ist mir jetzt zu weit weg, als dass ich dahin renne. Da drin ist ein Blobs aktiv. Darf er? Ist nicht verboten. Oh, hier ist noch was. Erfahrung. 15 Level. Wir leveln sogar hier drin. Das ist ja der. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass wir jetzt hier im Nether auf der Suche nach so Widder-Skelettköpfen einfach mal eiskalt leveln. Creme. Creme, Creme, Creme. Immer schön cremig bleiben. Hm. Nee. What? Ruhe. Okay. Hier ist noch eine Lua. Die klatschen wir noch schnell um. Piu, piu. Die gleich mit. Piu. Aua. Nein. Hat uns getroffen. Sauhund. Unsere Rüstung sieht aber noch annehmbar aus. Wer prügelt sich denn jetzt hier schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Das Feuer können wir ja mal ausmachen. Todesmutig stürzen wir uns hier immer voll rein, ne? Das könnte auch mal schief gehen. Also. Ach, gleich zwei Lohnstäbe. Ist ja geil. So. Weg. Weggeklatscht. Was zu essen? Erstmal wieder rein in den Kopf. Hui. So, ich weiß gar nicht, wie es jetzt hier folgentechnisch aussieht. Wie gut wir dabei sind oder eben nicht. Da hinten geht es ja auch noch weiter, ne? Oder ist das. Das ist das, wo wir herkommen. Oder? Ah, Lohen.
ganz sneaky um die Ecke. Hinfort. Alles klar. Ja, das ist der Teil, wo wir herkommen. Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt auch wieder zurück, weil wir haben jetzt schon wieder hier 21 Lohnstäbe. Das ist ja auch schon mal was. Und ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und eins wollte ich noch gucken. Wie wir da hinkommen zu dem Punkt, was ich gesehen hatte, wo da die Festung weitergeht. Sehen wir das von hier? Hoffentlich kommt jetzt nichts von hinten. Ja, da hinten, ne? Müssten wir eigentlich hier geradeaus weiter und dann da rum. Und dann können wir ja mal... Das können wir ja erkunden. Das müsste schon gehen. Wenn wir da unten langkommen. Werden wir rausfinden. Werden wir rausfinden. Schwupsdiwupsdiwups. Hat man hier schon mal weitergebaut? Sind wir auch nicht weitergekommen, ne? Nee. Hier geht's ja auch nicht unbedingt weiter. Da müssten wir schon von der anderen Seite loslegen. Ja, ich weiß, ihr ollen Lohn, ihr seid da. Ich habe euch schon mitbekommen, keine Angst. So. Hinunter. Jetzt bräuchte man eigentlich hier so eine Portal-Gun. Habe ich vorhin auch erst gespielt. Portal Stories, die Mod. Ja. Ist auch sehr interessant. Also so eine Portal-Gun wäre jetzt schon geil. Hier so ein Portal hinsetzen, da hinten so ein Portal hinsetzen und einfach flutsch durch. Da gibt es bestimmt auch eine Minecraft-Mod für. Wettig, dass es sowas gibt. Oder es würde mich zumindest sehr stark wundern, wenn es sowas nicht geben würde. Ja, wir müssten hier über den Lavasee. Lavasee, wir haben aber nicht genug Material. Aber ich würde sagen, das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir bringen erstmal das ganze Material, was wir haben, nach Hause. Ich denke, da sind wir auch erstmal wieder ganz gut bedient mit. Haben jetzt auch schon wieder 17 Level zusammen. Gut, für das Verzaubern reicht es nicht, aber vielleicht fürs Zusammenpappen von dem einen oder anderen Büchlein. Und bevor jetzt hier der Gast kommt und uns vielleicht noch unser Portal kaputt schießt. Ja, ich weiß, was diese blöden Gasts vorhaben. Erstmal nochmal kurz ein Steak im Portal. Und kommen dann mit einem richtigen Bauch voll Kuh wieder zurück. Oh Gott, es ist dunkel. Schnell schlafen gehen. Ich bedenke das aber nicht, dass es, wenn wir dann wieder zurück sind, dass es ja dann dunkel sein könnte. Genau das meine ich ja. Er macht sich doch in die Hütte rein. Schnell. In die Hütte rein. Kann ich nicht ewig verteidigen. Kann auch nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe sind, ne? So. Okay. Jetzt bist du sicher. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir jetzt das NPC-Dorf, dass wir da ein bisschen die Zombies bereinigen, wenn die ganzen Leute jetzt hier rauskommen. Ach, Tür mal auf. Nicht, dass jetzt hier überall noch Zombies rumspringen und die ganzen NPCs aufessen. Aber ich denke, es sieht ganz gut aus. Ja, hier ist das noch vereinzelte Skelett, was gerade sich verabschiedet hat. Okay. Nö. Alles cool. Alles im grünen Bereich. Jawohl. Ja, und dann fängt auch die entspannte Minecraft-Musik an. Oh. So, jetzt weiß ich tatsächlich nicht, wie lange die Folge jetzt hier schon aufnimmt. Dann habe ich aufgehört. Das müsste jetzt 20 Minuten sein, oder? Knapp. So, natürlich sammeln wir hier die Erfahrung noch ein. Die gute Erfahrung. Lassen wir nicht rumliegen. Tjo. Das Zombiefleisch, das kann da von mir aus abgammeln. Das ist mir egal. Okay, auf zum Luftschiff und den ganzen Quark nach Hause bringen. Auf zum Mollmobil. Ich habe keine Ahnung. So. Hier ist auch ein Zombie gestorben. Na gucke, weil der an meine Schafe ran. Na aber. Sowas gibt es hier aber nicht, Fräulein. Nicht, dass jetzt hier auf dem Boden. Nee, wir haben das Boot ja eigentlich ausgeleuchtet. Stell dir vor, da ist ein Creeper und der jagt uns das ganze Boot in die Luft. Das wäre ja vielleicht kacke. Also kleiner Sicherheitscheck erstmal hier. Sieht gut aus.
Aber gut beleuchtet, hier dürfte eigentlich nichts drin sein. In der Kapitänskajüte. Alles paletti. Alles klar. Dann können wir wieder zurück. Und so schnell geht das. Ja. Mit Lichtgeschwindigkeit fliegt dieses Boot einfach los. Das merkt man gar nicht. Und dann sind wir schon wieder zurück. So schnell kann das gehen. Der Wind steht auch immer gleich, habe ich so das Gefühl, ne? Wenn wir da so mal unsere Fahne angucken. Die WM-Fahne. Die Mädels haben es ja jetzt nur leider nicht geschafft. Nicht mal einen dritten Platz, das finde ich ein bisschen schade. Also das ist ja... gestern haben sie, glaube ich, gegen Großbritannien, das Vereinigte Königreich von Großbritannien, verloren. Gegen die UK. Naja, sind halt starke Gegner gewesen allgemein. Weltmeister wurde, glaube ich, jetzt, also bei den Frauen wurde jetzt USA. Aber in USA ist es ja auch so, da ist ja Fußball auch mehr der Frauensport als der Männersport. Die haben ja dann ihren American Football und Baseball und was sie nicht alles haben. Während die Engländer halt eigentlich mehr so Cricket haben. Und bei uns Deutschen ist es halt Fußball. Durch die Bank. So, was wollte ich jetzt machen? Das Zeug wegtun. Meine Güte, moi. Chill doch mal. Ja, aber ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht mal einen dritten gemacht haben. Ich hätte es ihnen gegönnt, weil die haben sich ja da auch reingehangen und angestrengt. Aber die anderen halt auch. Und am Ende ist es halt, wie es immer so ist, der Bessere gewinnt. Naja. So, einen Widderkopf haben wir leider nicht zusammengekriegt. Wir haben immer noch nur den einen hier. Den Widder-Skelett-Schädel. No, Menno. Ich hätte gerne mehr gehabt. Ah, okay. Hier haben wir noch ein paar Lohnrouten. Davon haben wir jetzt auch schon ganz schön viele zusammen. Geht auch ab. Netterdrehen hätten wir vielleicht noch ein paar ergattern können. Wir haben da hingerannt, aber da hatte ich jetzt nicht so die Lust zu. Hier gibt es noch ein paar Knochen und ein bisschen Zombiefleisch. Warum auch immer. Hier haben wir noch ein bisschen Nethergelumpe. So, dann tun wir die Netherzäunchen auch mit rein und das kommt dann mit rein. Was mal mit dem Holz, mit dem Steinschwert hier anfangen? Da habe ich noch keine Ahnung. Ich tue mal jetzt einfach mit hier dazu und die Schaufel auch. So, ja. Ich denke, das passt. Und hier haben wir noch ein paar Kohleporöckchen. Alles klar, Herr Kommissar. Wie sieht es aus hier? Wirkungsloser Trank? Da können wir doch irgendwas reinschmeißen, um den seine Wirkung zu verstärken. Was passiert eigentlich, wenn wir das hier reinschmeißen? Hat es schon mal ausprobiert? Keine Ahnung. Mal gucken, was passiert. Vielleicht kommt Gift bei raus. Einfach mal machen. So. Wir haben ja jetzt genug Lohnstäbe. Da können wir auch mal ein bisschen verschwenderisch sein und ein bisschen rumexperimentieren. Man könnte es auch einfach nachgucken, aber das... Was ist los, Katze? Was ist los? Aha! Genau. Ich denke, von der Zeit her müssten wir beim Folgenende bald sein. Wenn nicht, wird die Folge heute auch mal ein bisschen kürzer. Das könnte sein, das tut mir dann leid. Oder sie ist wieder ewig lang und ich muss geteilt werden. Ja, kopfloser Willi, ich gebe dir da vollkommen recht. Bin auch ganz außer mir. So, Haltbarkeit? Haltbarkeit. Die nehmen wir mit. Haltbarkeit 2, dann haben wir schon Haltbarkeit 3. Genau. Haltbarkeit 1 und, nee, Haltbarkeit nochmal 1. Haltbarkeit 2. So, aus den 2 können wir mit 3 machen. Und aus den 3, mit den 3 hier auf der Brustplatte, können wir eine Haltbarkeit 4 machen. Brauchen dafür aber 37 Level. Und kriegen auch bloß Haltbarkeit 3 raus. Was ist das? Hä? Wäh? Ja, das ist ja jetzt Quark. Sehr merkwürdig. Okay, aber ist dann halt so. Schutz. Nee, Schutz haben wir nicht nochmal. Bann, Furcht, Glück. Federfall, wir brauchen sowieso auch noch neue Schuhe und alles. Okay, naja gut, dann eben nicht. Wird so nicht funktionieren anscheinend, warum auch immer. Beim nächsten Mal können wir ja vielleicht hier wieder ernten oder mal wieder in den Dschungel gucken, da waren wir auch lange nicht mehr. Und bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei, wenn es wieder heißt Minecraft. Ja, dann gucken wir mal, was wir da Schönes machen. Es gibt so viel zu tun, so viele Optionen und wir machen nichts davon. Beim Pilzbiom waren wir auch lange nicht mehr. Vielleicht können wir uns da auch noch irgendeine Bootsroute hinbauen oder sowas. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, haut's rein und ciao, ciao.